Liebe Mitmenschen, liebe Mitwirkende, heute ist der 28. August 2024. Ich wollte gestern schon an meinem Geburtstag ein Video machen, aber irgendwas hat noch gefehlt. Und heute bin ich schon seit über 6 Stunden in der Vorbereitung dieses Videos. Und beim Herunterladen verschiedener Texte ist der Strom 4-mal ausgefallen, indem es die Sicherungen im Stromkasten 4-mal rausgehauen hat. Ohne ersichtlichen Grund. Also ich denke, das heutige Video hat ganz schön Power. Und ihr werdet es gleich erleben. Der heutige Tag steht zwischen 2 Geburtstagen. Einerseits der gestrige Geburtstag von mir und der morgige Geburtstag von Michael Jackson. Wir liegen also exakt 2 Tage auseinander. Es gibt ja so Spekulationen, dass er möglicherweise noch lebt, der Michael Jackson. Und zwischendrin ist der 28. August. Da gibt es nochmal einen Geburtstag, nicht auf das Jahr genau, aber auf den Tag genau, nämlich Goethe. Er hat Geburtstag am 28. August. Und wie ihr ja wisst, ist Goethe auch mit uns und ist bei Humisaal voll aktiv. Das habe ich ja in einem Video erwähnt, als jemand mal Präparat gebracht hat, da, wo er sich während der Präparateherstellung besonders mit dem deutschen Geist verbunden hat. Und ich habe ja das Präparat dann überprüft und plötzlich tauchte ein Bild auf von einem Mann, der sitzt in einem hellen Mantel, und das eine Bein erhöhter wie das andere, und er hat einen dunkelbraunen Hut. Und als ich das demjenigen dann gesagt habe, der mir das Präparat gebracht hat, habe ich gefragt, oh, sag mal, hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Und dann sagte er mir, ja klar, das ist der Goethe auf der Italienreise. Also ich habe den erlebt in diesem Präparat, und das ist auch in der Humisaalerde mit dabei. Goethe ist also mit uns, und er war ja ein grandioser Naturbeobachter und Naturwissenschaftler, auf den sich ja auch Rudolf Steiner bezieht. Ja. Also das ist so eine Art Trilogie, wenn ich so frech sein darf, das zu behaupten. Und damit, ja, ich habe immer so die Schwierigkeit rüberzubringen, die Größe, die hinter Humisaal und meinem ganzen Lebenswerk steht, auch in Verbindung mit dem Mürlihof, der entsprechend mit großem Aufwand errichtet wurde. Und als der errichtet war im Jahr 2011 und wir mit den Tieren eingezogen waren, war ich pleite. Ich bin auf die Handwerker zugange und habe gesagt, also ich kann nicht mehr bezahlen, ihr könnt jetzt überlegen, was ihr macht, ihr könnt weitermachen oder ihr könnt auch davonlaufen. Es waren einige dabei, denen ging es nur ums Geld, die sind davongelaufen, und andere haben gesagt, komm, wir machen das da fertig, wir haben das schon angefangen. Ja, und in der Zeit hat dann jemand mal zu mir gesagt, Hubert, überleg dir mal, welchem Teufel du aufgesessen bist. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich auch gern wissen. Und noch am selben Abend musste ich eine Kuh ausschneiden, also die Klaue ausschneiden, damit sie wieder laufen kann. Und das war am anderen Morgen noch nicht gut. Dann musste ich sie nochmal in den Klauenstand reinholen. In dem Moment durchfuhr es mich wie ein Blitz. Die Kuh hieß Gaia. Und mir war klar, ich bin dem Ruf der Kranken Gaia gefolgt. Und da passt jetzt dann auch der Earth Song von Michael Jackson hervorragend mit dazu. Ich habe den Text
übersetzt haben, ausgedruckt. Und den möchte ich jetzt euch aufsagen, denn er beinhaltet im Prinzip auch das, worum es mir geht. Was ist mit Sonnenaufgang? Was ist mit Regen? Was ist mit all den Dingen, von denen du sagtest, wir würden sie gewinnen? Was ist mit Schlachtfeldern? Gibt es eine Zeit dafür? Was ist mit all den Dingen, von denen du sagtest, sie gehören dir und mir? Hast du jemals innegehalten, um all das Blut zu bemerken, das wir zuvor vergossen haben? Hast du jemals innegehalten, um all die weinende Erde, dieses weinende Ufer zu bemerken? Was haben wir der Welt angetan? Schau, was wir getan haben. Was ist mit all dem Frieden, den du deinem einzigen Sohn versprichst? Was ist mit blühenden Feldern? Gibt es eine Zeit dafür? Was ist mit all den Träumen, von denen du sagtest, sie gehören dir und mir? Hast du jemals innegehalten, um all die Kinder zu bemerken, die im Krieg gestorben sind? Hast du jemals innegehalten, um diese weinende Erde, dieses weinende Ufer zu bemerken? Das könnte dir auch gefallen. Früher träumte ich, früher blickte ich über die Sterne hinaus, jetzt weiß ich nicht, wo wir sind, obwohl ich weiß, dass wir weit abgedriftet sind. Was ist mit gestern? Was ist mit uns? Was ist mit den Meeren? Was ist mit uns? Der Himmel stürzt ein. Was ist mit uns? Ich kann nicht einmal sehen. Was ist mit uns? Was ist mit den Afrikanern? Was ist mit uns? Ich bin noch nicht einmal durch. Was ist mit uns? Was ist mit dem Wert der Natur? Sie ist der Schoß unseres Planeten. Was ist mit uns? Was ist mit den Tieren? Was ist damit? Das Königreich wurde zu Staub verwandelt. Was ist mit uns? Man könnte sagen, was ist mit uns los? Was ist mit Elefanten? Was ist mit uns los? Haben wir ihr Vertrauen verloren? Was ist mit uns los? Was ist mit den schreienden Walen? Was ist mit uns los? Die Meere verwüsten, was ist mit uns los? Was ist mit den Waldwegen? Trotz unserer Bitten verbrannt, was ist mit uns los? Was ist mit dem heiligen Land? Was ist damit? Von Gier zerrissen, was ist mit uns los? Was ist mit dem einfachen Mann? Was ist mit uns los? Können wir ihn nicht freilassen? Was ist mit uns los? Was ist mit sterbenden Kindern? Was ist mit uns los? Hörst du sie nicht weinen? Was ist mit uns los? Was ist mit unseren Fehlern? Kann niemand mir sagen, warum? Was ist mit uns los? Was ist mit dem kleinen Jungen? Was ist damit? Was ist mit den Tagen? Was ist mit uns los? Was ist mit all ihrer Freude? Was ist mit uns los? Was ist mit dem Mann? Was ist mit uns los? Was ist mit dem weinenden Mann? Was ist mit uns los? Was ist mit Abraham? Was ist mit uns los? Was ist schon wieder mit dem Tod? Ist uns das scheißegal? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, sind mir Tränen gekommen. Das war Michael Jackson. Und wer weiß, vielleicht taucht er wieder irgendwo auf. Was ist der Kern unserer heutigen Situation? Das fand ich in einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung Herzensgeschichte.
Man hat das Herz als die Sonne, ja als König begrüßt, während man doch, wenn man genauer hinsieht, nichts findet als einen Muskel. So schrieb der dänische Arzt und Bischof Niels Stensen. Das kalte Gehirn hatte den Kampf um die Vorherrschaft im Organismus gegen das warme Herz gewonnen. Oder spiegelt sich darin nur der Sieg der wissenschaftlichen Ratio über das Gemüt? Moment mal. Da kommt mir doch etwas in den Sinn. Der Kampf des Roten mit dem weißen Drachen zu Merlins Zeit. Damals siegte der weiße Drache. Und diese Situation haben wir bis heute. Und der weiße Drache, der steht für den kalten Verstand, für den Intellekt. Die Vertreter des kalten Verstandes, das sind die Angelsachsen. Und alle Häuser, die daraus entstanden sind. Das mache ich hier einen ganz großen Switch zu unserem heutigen Mittelstand. Auch dort erlebe ich bei Unternehmern, wo ich gedacht habe, die haben noch ein Herz, eine absolute Kälte. Und genau dieser Mittelstand geht jetzt gegen diese Menschen, die mit Herz in der Politik agieren möchten, auch wenn sie sich manchmal in den Worten vergreifen. Ich nenne keine Namen. Und einer dieser Mittelständler habe ich schon öfter angeschrieben. Und der jetzt vorne mit dabei ist, gegen diese Herzenspolitiker. Ich erlebe eine Art Liebkindsein zum System. Es geht jetzt um die Erstehung des roten Drachens, des Gemütes, so dass wir den Verstand kombinieren mit dem Gemüt, auf das gut werde, was aus Herzen gegründet ist. Und das sind die zwei Antagonisten. Kopf, der tote Kopf, das lebendige Herz. Und ich habe es jetzt wieder gefunden. Das, was ich schon vor vielen Jahren entdeckt habe, und ich wusste es nicht, dass es eben in jenem Artikel drinsteht von der Neuen Zürcher Zeitung. Ich werde unten einen Link im Text einfügen. In den Schützengräben des Ersten Weltkrieges traten bei gesunden Frontsoldaten erstmals massenhaft Herzerkrankungen auf, die sich nicht organisch erklären ließen. Angstherz, Kriegsherz, Soldier's Heart lauteten die ebenso bildkräftigen wie ratlosen Diagnosen. Mancher konstitutionell Schwächliche, der bei ruhiger Friedenstätigkeit vielleicht niemals etwas von seinem Herzen gespürt hätte, erkrankte unter den physischen und psychischen Einwirkungen des Kriegsdienstes, da er diesem von vornherein nicht gewachsen war, so der Herzspezialist und Generalarzt August Hofmann. Das Pflichtgefühl und der Wunsch, die Heimat zu schützen, seien immer mehr zugunsten egozentrischer Gefühle zurückgedrängt worden. Der Krieg ging vorüber, aber die Herzangstneurose wurde gleichsam als die seelische Schwester des Herzinfarktes zu einer Erkrankung des Jahrhunderts. Und jetzt ist mir eingefallen, dass vor ein paar Wochen ein Mann bei mir war, der eben ein schwaches Herz hat, aber sehr gefühlvoll und eine so tolle Familie hat. Und es ging bei ihm darum, eine Operation durchzuführen. Und dann sind wir eben in eine Innereise und haben geschaut, woher die Herzprobleme kommen. Wir sind im Ersten Weltkrieg gelandet. Und sofort
hat eine bestimmte Körperstelle bei ihm reagiert, unmittelbar. Wir haben ihn Schwarze getroffen. Er ist eben ein Mensch, der ein etwas konstitutionell schwächerer ist. Aber ein ganz ruhiger Mensch, trifft voll drauf zu. Und die Krebsthematik, die haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg. Und deshalb sind gerade diese zwei Extreme, Herzprobleme und Krebs, das sind die zwei extremen Dinge, mit denen wir heute zu tun haben. Und da zeigt sich ganz eindeutig, es hat mit den beiden Weltkriegen zu tun, weswegen wir uns da ganz besonders hineinknien, diese Dinge zu transformieren und sich dann die Lebensverhältnisse verbessern. Das ist einfach grandios. Und deshalb auch, so wie Michael Jackson auf der Bühne gestanden ist und seines probiert hat, der Welt Gutes zu bringen und diesem Angelsachsentum, diesen Kriegstreibern, dem kalten Verstand im Weg war, musste er weg, genauso wie Kennedy, genauso wie. Immer wieder dasselbe Muster. Und jetzt stehe ich da, als Deutscher, und sage, ich kann mit meinem Lebenswerk Humisal all jenen Menschen helfen und dienen, die jetzt grundsätzlicher Systemwandel wollen. Und alle, die in der Politik sind, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, wo auch immer, im Rechtswesen, lade ich herzlich ein, ihr Herz kennenzulernen, aufzuräumen, ihre karmische Geschichte aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und dann werden wir ein freies Land. Und dem habe ich mich verschrieben. Letzten Sonntag bin ich einfach mal intuitiv wieder losgefahren, hörte ich eine Sendung im Bayerischen Rundfunk. Da ging es eine ganze Stunde lang um Gnade. Gnade war früher ein Wort, das in vielen Redewendungen drin war und dann reduziert wurde auf ein kirchliches Wort. Es war aber ein weltliches Wort. Zum Beispiel hat man nicht gesagt, die Sonne geht unter, sondern die Sonne geht zur Gnaden. Ich hoffe, dass ich die Sendung nochmal ausfindig machen kann und dann kommt der Link auch unter rein. Aber das werde ich heute wahrscheinlich nicht schaffen. Und es war Gnade. Kann ich nur sagen, dass ich heute noch lebe. Einen kompletten 33-Jahres-Rhythmus durchlaufen habe, haben durfte, sehr bewusst, mit Sicherheit viele Fehltritte gemacht habe und manch guten Tritt, richtig oder falsch, lässt sich kaum bewerten. Es geht darum, dass etwas gut werde. Und so stehe ich heute in der Welt mit meinem Angebot, die Welt zu verbessern und natürlich auch in meinem eigenen Umfeld, besonders eben auch gegenüber den Kindern. Ich werde verstärkt Samstagsseminare jetzt anbieten, wo es darum geht, den Weg zum Christus zu finden, um dann diesen Popcorn-Effekt erleben zu lassen, den Christus in uns zu befreien, ganz gezielt. Und es würde mich freuen, wenn dieses Angebot auch entsprechend angenommen wird. Und da ich mir auch besonders auf die Fahne geschrieben habe, in Deutschland zu bleiben, aus Deutschland heraus das zu vollbringen, was momentan schier unmöglich erscheint, aus Deutschlands Mitte heraus das neue Leben erstehen zu lassen, wo alles um einen rum zerbricht. Es gibt Menschen, die empfehlen, geht weg aus Deutschland und einige sind schon weg. Und diejenigen, die schon weg sind und von außen
mit ihrer journalistischen Tätigkeit meinen, hier in Deutschland etwas bewirken zu können, außer Geschwafel, denen sage ich hier ganz klar an, ihr könnt nichts bewirken, außer dass ihr viele YouTube-Klicks bekommt. Aber ihr könnt niemals das Werkzeug oder die Waffe in Anführungsstriche entwickeln, um hier bleiben zu können. Ihr seid alles Feiglinge, ihr seid Flüchter. Das ist eine Position, die ich habe. Das hat nichts mit Polarisierung zu tun. Ich bin hier Bauer. Ich kann nicht einfach gehen. Doch, könnte ich. Aber der Grund und Boden, was macht der dann? Soll ich das irgendjemandem überlassen, meine Tiere, meine lieben Kühe? Die, die mir so viel gegeben haben, die Mama-Kraft vermitteln. Und darum habe ich die Kraft bekommen. Aber ich muss natürlich immer auch geistesgegenwärtig zu sein, die Impulse aufzugreifen, wo der nächste Schritt ist. Und jetzt kommen immer mehr diese kernigen Typen hierher. Und deshalb passt auch hervorragend dieses wach auf, du deutsches Land. Dazu aktueller denn je. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Bedenk, was Gott an dich gewandt, wozu er dich erschaffen. Bedenk, was Gott dir hat gesandt und dir vertraut sein höchstes Pfand, drum magst du wohl aufwachen. Gott hat dich, Deutschland, hochgeehrt mit seinem Wort der Gnaden. Ein großes Licht dir auch beschert und die hat dich lassen laden zu seinem Reich, welches ewig ist, dazu du denn geladen bist, will heilen deinen Schaden. Gott hat dir Christum, seinen Sohn, die Wahrheit und das Leben, sein liebes Evangelion aus lauter Gnade gegeben, denn Christus ist allein der Mann, der für der Welt Sünd genug getan, kein Werk hilft sonst daneben. Da gibt es im Prinzip auch viele Menschen, die irgendwelche Transformationsarbeiten machen mit irgendwelchen Gestalten. Hier wird es ganz deutlich gesagt, Christus ist allein der Mann. Und es gibt eben genug Kräfte, denen geht der Kragen hoch, wenn sie das Wort Christus hören. Darum möchten sie das ausschalten. Für solche Gnade und Güte groß sollst du Gott billig danken, nicht laufen aus seinem Gnadenschoß, von seinem Wort nicht wanken, dich halten, wie sein Wort dich lehrt, dadurch wird Gottes Reich gemehrt, geholfen auch den Kranken. Du solltest bringen gute Frucht, so du recht gläubig wärest, in Lieb und Treu, in Scham und Zucht, wie du solch selbst begehrest, in Gottes Furcht dich halten fein und suchen Gottes Ehr allein, dass du niemand beschwerest. Und nun auf die heutige Zeit bezogen, sehr treffend. Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt, will niemand Wahrheit hören. Die Lüge wird gar fein geschmückt, man hilft dir oft mit Schwüren. Dadurch wird Gottes Wort veracht, die Wahrheit höhnisch auch verlacht. Die Lüge tut man ehren und das macht auch der Mittelstand. Wie damals. Sie haben gemeint, mit Anpassen kommen Sie am besten durch. Und genau das machen Sie heute wieder. Und wenn ich die einzelnen Geschäftsführer von genau diesen Unternehmen anschaue, dann weiß ich, dass sie sehr wohl verbunden sind mit dem Zweiten Weltkrieg. Extrem. Forscht selber nach. Ihr könnt es rausfinden. Merkt ihr jetzt, warum mir die Sicherung viermal ausgehauen hat? Wach auf, Deutschland, es ist hohe Zeit. Du wirst sonst übereilet, die Strafe dir auf dem Halse leid. Ob sich's gleich jetzt verweilet, fürwahr, die Axt ist angesetzt und auch zum Hieb sehr scharf gewetzt. Was gilt's, ob sie dein fehlet? Jawohl, die Axt, sie kann fehlen, wenn wir jetzt hinstehen. Und damit wir hinstehen können und nach vorne gehen können
brauchen wir den Christus in uns. Und den müssen wir befreien in uns. Und dann können wir den Mut entwickeln. Und alles, immer was wir sprechen, was wir denken, was wir tun, mit unserem Herz überprüfen. Und wenn es von da aus stimmig ist, dann können wir es laut hinausbrüllen in die Welt. Oder auch ganz ruhig. Aber wir können hinstehen. Daran liegt es. Gott warnet täglich für und für. Das zeugen seine Zeichen. Ja, und welche Zeichen sind es denn? Schaut doch die Waldbrände an. Schaut euch die Unwetter an. Sind das nicht Zeichen genug? Natürlich auch verursacht von gewissen Leuten. Denn Gottes Straf ist vor der Tür. Und da möchte ich sagen, das ist nicht Gottes Straf, sondern das sind unsere eigenen karmischen Dinge, die wir uns angeeignet haben. Wer nicht sich verantwortlich zeigt für seine Misserfolge, kann niemals verantwortlich sein für seine Erfolge. Deutschland, lass dich erweichen, tu rechte Buße in der Zeit, eben dieses Aufräumen, weil Gott dir noch sein Gnad anbeut, also anbietet, und tut sein Hand dir reichen. Wie lange reicht er uns noch die Hand? Wir sollten sie ergreifen und unsere Themen angehen. Das helfe Gott uns allen gleich, dass wir von Sünden lassen, und führe uns zu deinem Reich, dass wir das Unrecht hassen. Herr Jesu Christi, hilf uns nu und gib uns deinen Geist dazu, dass wir deine Warnung fassen. Eben, dass wir seine Zeichen sehen. Und eines meiner sehr einfachen Gebete ist: Christus, lass mich deinen Willen erkennen und deinen Willen tun. So gut wie möglich. Auch wenn ich selbst manchmal abirre. Euer Bauer Hubert Mürli.